Hänsler, schnelle Nummer. Wann ersetze ich einen Topf? Ist klar, wenn er zum ersten Mal kaputt ist. Das heißt, ein Griff ist abgebrochen, ich habe eine Delle drin, Loch drin, warum auch immer. Er steht nicht mehr gerade auf. Das ist beim Topf natürlich sehr, sehr wichtig. Bei unseren Töpfen ist sozusagen der Sandwichboden mit eingearbeitet. Und wenn ich das aufstelle, steht der Plan drauf. Wenn ich jetzt aber einen Topf habe, der anfängt zu wackeln, ständig. Bei einer Pfanne kann man das ein bisschen ausgleichen. Da ist es nicht ganz so dramatisch, weil die Hitze, das ist mit dem Braten ist nicht so schlimm. Beim Kochen dauert es dann natürlich viel, viel länger, wenn er nur so halb aufsteht. Das ist der Moment, wo man einen Topf austauscht. Oder wenn man noch Bock hat, einfach mal zu sagen, ich sage ja immer, Töpfe sind wie Autos. Man will ja auch nicht jeden Tag der gleiche fahren. Ne? Oder man will mal was Neues haben, so ein bisschen. Und ein Topf ist ja wesentlich günstiger als ein Auto. Und da holt man sich einfach was Neues. Und deswegen entscheidend ist wirklich, dass er gerade aufsteht. Und wenn er das nicht mehr tut und diese Beschichtung sich irgendwie löst, dann weg damit in die Werkstofftonne.